Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge The Art of AI hier im Genius Alliance Podcast. Und mein Gast ist natürlich wie immer Felix Meusel, Founder und CEO von der Artex Solution. Hallo Felix. Hi, freut mich da zu sein, so wie immer. Felix, du bist voller Begeisterung vom Web Summit 2023 wiedergekommen. Deswegen ist unser Thema heute für die Podcast-Folge die Neugestaltung der globalen Technologiebranche. Lass uns da mal einsteigen, was du dort erlebt hast, wie ihr euch vorbereitet habt, welche coolen Stories und Eindrücke du uns erzählen kannst. Und dann interessiert mich natürlich unbedingt noch, wie die Gespräche mit den Investoren waren. Doch bevor wir loslegen, vielleicht noch drei Sätze über dich, über die Artex Solutions, damit alle die, die jetzt hier unsere The Art of AI-Folge noch nicht kennen, nochmal einen kleinen Einblick von dir bekommen. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Danke dir, Norman. Ich komme gerade zurück. Wow. Mit einer Explosion an unterschiedlichen Eindrücken, Emotionen und allen möglichen. Wir als Artex Solutions, wir machen ja auch Generative AI, also gehen auch auf diesen ganzen Super-Hype-Train gerade mit, bauen mit Athena GPT eben eine eigene Lösung, die in der Lage ist, datenschutzkonform viele Funktionen von ChatGPT zu bauen, allerdings viel mehr darüber hinaus. Also wir gehen eben darauf, dass wir Vektordatenbanken mit reinnehmen. Was bedeutet das? Wir nehmen zum Beispiel PDF-Dateien und dann kann man da mit dem Bot drüber reden. Oder man kann eben Webseiten damit einbeziehen, also da die Ergebnisse davon nehmen und so weiter. Und insofern sind wir natürlich selber auch ein bisschen ganz kleiner Teil zumindest des Hypes gewesen, innerhalb dieses ganzen Web-Summits. Insgesamt muss ich sagen, es ist schon eine sehr faszinierende Veranstaltung. Sie war ja dieses Jahr durch die eine oder andere Sache im Vorhinein schon etwas geprägt. Zuerst eben mit dem Ex-CEO, der sich zu dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas in Israel etwas falsch positioniert hat. Das hat schon mal für Unmut gesorgt, hat Gott sei Dank dem Web Summit jetzt nichts abverlangt, nachdem sie ihn auch dann rausgeworfen haben direkt. Zum anderen war natürlich die Regierungskrise in Portugal schlecht, weil eigentlich sollte ja Herr Habeck mit dabei sein, aber der war dann leider doch nicht mit dabei, weil er hatte keinen Gegenüber mehr, mit dem er sprechen konnte. Aber das hat alles für den Web Summit selber überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Es ist einfach unglaublich, wie viele europäische Startups es wirklich gibt, die wirklich sehr spannende Sachen machen, aber natürlich auch die Amerikaner und Koreaner. Und also es ist wirklich sehr, sehr interessant, was in Lissabon da jedes Jahr abgeht. Also kann ich nur sagen, es ist sehr faszinierend. Cool. Bevor wir da einsteigen, vielleicht noch den Hinweis, dass du mit der Artex Solutions ein Startup bist, ansässig im Zollhof. Liebe Grüße an Benny an dieser Stelle. In Nürnberg bist und jetzt dann auch bald in Coburg mit dem dazugehörigen Think Tank. Ich wollte mit dir mal sprechen. Ich habe mich mal dahingehend ein bisschen schlau gemacht, konnte leider nicht selber mit dabei sein, was wir nächstes Jahr unbedingt natürlich ändern müssen. Aber wir haben 71.000 Teilnehmer gehabt. Sehr viel. Habe ich gelesen. Wahnsinn. Unfassbar. Also wirklich alles, was Rang und Namen hat zum Thema Innovation und Technologie, ist dort vor Ort bis zu den höchsten politischen Spitzen. Ja, also nur um einfach dem Event auch mal so einen gewissen Charakter zu geben, was das für eine Bedeutung ist. Absolut. Wenn wir heute über das Thema Neugestaltung der globalen Technologiebranche sprechen, was war so dein Eindruck, wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du an das Thema KI denkst? War das ein überschattendes Thema, uns negativ zu meinen, oder gab es auch noch ein paar andere Themen auf dem Event? Also
ich muss schon sagen, das sollte auch wirklich jedem klar sein. Auf dem Summit, wie du ihn gerade beschrieben hast, der ist riesengroß. Da sind koreanische Startups dabei, genauso wie manche sogar aus Südamerika und aus Europa natürlich ganz viele. Silicon Valley ist dabei. Und es gibt das eine Thema. Es mag sein, global, wie sich die Digitalisierung verändert, aber es geht nur um KI. Letztes Jahr ging es teilweise noch, ich war ja letztes Jahr auch schon dabei, da waren wir selber noch deutlich kleiner und auch nicht so zielorientiert wie jetzt. Da gab es dann noch so ein bisschen so dieses ganze Krypto und in welche Richtung geht das mit Blockchain. Allerdings gab es da Web ja dann... Web 3, oder? Ja. Web 3. Themen, ja. Genau. Da lacht er. Und da ist viel passiert, weil KI ist absolut überschattend. Also es gibt gar nichts anderes mehr, was da noch dagegen ankommt. Und das liegt einfach daran, jetzt nicht, oh Gott, was wird das alles verändern, sondern was ist alles möglich? Und das ist unglaublich. Wir haben ein südkoreanisches Startup zum Beispiel gesehen, die auch mit einer Video-Gen-AI arbeiten, die in der Lage ist, die haben eine Lizenz von Paramount und die nehmen einfach die ganzen Filmschnipsel von Paramount, die Paramount teilweise auch nicht mehr braucht. Und dann machen die Werbevideos und du denkst, irre, das ist unglaublich, okay. was die damit machen. Und insgesamt ist es wirklich so, dass KI spielt überall eine Rolle. Also es gibt auch noch andere Themen. Also ich fand sehr spannend zum Beispiel, es gibt ein anderes deutsches Startup, das fand ich klasse, das war gegenüber von unserem Stand. Die machen zum Beispiel Farming-Roboter, die haben in gewisser Weise natürlich auch irgendwie mit KI zu tun, aber die sind ein bisschen anderer Bestandteil, da geht es mehr um was noch Handhabbareres, aber die allermeisten Startups fokussieren sich in irgendeiner Art und Weise auf KI und der größte Punkt bei KI wiederum ist Generative AI. Weil andere Sachen sind natürlich auch wichtig und auch sehr toll, also Computer Vision zum Beispiel, was bedeutet, dass irgendwas in Kameras erkannt wird und so. Aber das ist auch schon bekannter, das ist schon länger dabei, das machen viele schon, das wird schon sehr professionell teilweise gemacht. Da gibt es immer noch tolle Innovationen trotzdem. Grüße in der Richtung an PromiseQ, die in Berlin da was sehr Cooles macht mit Computer Vision. Aber das entscheidende Thema ist Generative AI. Und die ist dort auch immer mehr am Kommen. Hier sehe ich halt, also und das fand ich auch sehr interessant, also da ist es so, es gibt auch durchaus auch andere deutsche Startups, die da schon anfangen, mit entweder zu experimentieren oder auch schon weiterzumachen. Aber das, also jetzt hat von mir selber einfach mal als Person gesagt, würde ich sagen, da sollten wir mal ein bisschen mehr noch Gas geben, weil die Amerikaner haben das total für sich entdeckt. Die sind mit allen Startups in der Richtung unterwegs. Also und zwar wirklich, es ist enorm, weil wie groß die Zahl dort ist. Und aber auch andere europäische Länder sind schon jetzt halt langsam dabei. Also es ist, in Europa habe ich das Gefühl, ist das Ganze kritischer begutachtet worden. Hier haben wir ja auch viel mit dem AI Act und so weiter, wo wir erstmal schauen müssen, wie ist das zu bewerten. Aber letztlich ist es auch so, dass auch in Europa immer mehr Startups hier aus dem Boden schießen. Und deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, aber KI ist das Ding. Also es gibt nichts, was da irgendwie drankommt. Also man könnte jetzt, wie gesagt, über andere Technologien wieder reden, über Blockchain oder Robotics oder sonst irgendwas, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, worum es geht. Und das sind eigentlich zwei Hauptthemen, das ist Generative AI und dann daneben noch, was immer wichtiger auch wird. Und an alle Hörer und Hörerinnen auch gerne, beschäftigt euch mit Vektordatenbanken. Das ist, also es hört sich ganz fies und mathematisch an, ist es aber gar nicht. Aber das ist auch etwas, was unglaublich wichtig ist und was immer mehr in den Fokus rückt. Wenn du das mal so für uns einordnen könntest, jetzt hast du ja auf der Messe oder auf dem Event auch so einen Querschnitt erleben können. Amerikaner, europäische Unternehmen, deutsche Unternehmen, euch sowieso. Könntest du dir vorstellen, dass wir uns mit dem Thema KI dahingehend unterscheiden, dass wir sagen, Thema Datenschutz, ein wichtiges Thema, ich glaube noch, dass wir vor so einer Cybersecurity-Welle stehen, ja, dass wir jetzt durch KI einfach auch nochmal eine ganz andere Qualität, um es wirklich auch negativ zu meinen, Qualität der Angriffe bekommen. Und das Thema Datenschutz, Datensicherheit, personalisierte Daten immer wichtiger wird, dass wir eine Chance haben,
mit dem Verstand oder Verständnis zum Thema künstliche Intelligenz dort wirklich einen Unterschied zu machen? Ja, also ich denke, dass ehrlich gesagt das Thema auch noch viel wichtiger wird, weil ich habe das auch von amerikanischen Investoren so gehört, das fand ich ganz witzig, was sie gesagt haben, you Germans are doing it the smarter way after all. Weil die auch meinten, also Amerikaner haben schon auch den Vorteil in vielen Punkten, dass sie einfach, die machen einfach los, die laufen los und dann wird es halt, irgendwann stolpern sie aber auch ganz gewaltig. Also im Moment wird sehr viel in den USA über unterschiedlichste Dinge zu Gen AI diskutiert und eigentlich ist gar nichts reguliert und langsam wird aber, gibt es sehr heftige Regulation Acts, die jetzt halt entweder schon, bin ich jetzt nicht mehr ganz up to date, ob die jetzt teilweise sogar schon durchgebracht wurden oder eben gerade aber im Entstehen sind. Und genauso ist es auch international. Insofern eigentlich ist es so, dass wir hier mit den deutschen Standards ziemlich gut punkten können, weil wir von vornherein sagen, hey, wir denken halt erstmal drüber nach, kann aber eben auch wieder die Schwierigkeit haben, damit, wenn zu viel drüber nachgedacht wird, dann kann das teilweise, dann hilft es teilweise auch nichts mehr, weil die anderen schon über den Berg sind und das mit selbst im Nachhinein nochmal mit einpreisen konnten. Ich denke, im Moment haben wir den großen Vorteil, eigentlich noch, wenn es halt mehr von uns gäbe, weil so viele gibt es gerade auch nicht, dass wir eben von vornherein wissen, wir haben DSGVO, wir haben also die Datenschutzstandards, wir können gleichzeitig auch ähnliche Qualität von Integration liefern, also wie wir jetzt halt die Modelle verwenden, da gibt es ja auch eben namhafte Spieler, auch selbst mit eigenen sogenannten Foundation Models, also wie Aleph Alpha, die selber in der Lage sind, solche Modelle zu bauen. Und an sich werden wir auch immer, das fand ich auch insgesamt, das war ein überwältigendes Echo auf dieser Messe, wie sehr wir im Ausland für gute Qualität stehen. Und wo immer die Deutschen selber ein bisschen mit Augenzwinkern, so wenn die wüssten, so nach dem Motto, das ist natürlich auch immer mit Augenzwinkern. Ich weiß, dass wir vieles nach wie vor sehr in hoher Qualität liefern, aber wir haben auch einen ganz schönen Mythos um uns aufgebaut. Also das ist schon faszinierend, wenn man im internationalen Vergleich sich so da sieht, das ist so, the Germans, this is where quality lays. Und das ist wirklich etwas, was sehr cool ist, dass es so tief in den Köpfen drin ist. Aber ich glaube auch nicht, dass wir für immer davon zehren können. Und insofern im Moment haben wir eigentlich schon das Momentum stark auf unserer Seite, weil die ersten Fehler wurden auch schon gemacht eben mit Gen AI und mit anderen Punkten. Und die wurden natürlich auch viel von Amerikanern gemacht, denen dann teilweise auch das Vertrauen dann entzogen wird. Und auf der anderen Seite ist das Spiel aber auch noch lange nicht ausgespielt. Also es ist auf der anderen Seite sehr viel so, dass sich gerade erst neue Modelle entwickeln, dass es insgesamt in der Kombination nochmal ganz anders möglich ist, aktuelle Modelle einzusetzen. Aber das wird nicht immer so bleiben. Also ich sehe schon, also Amerikaner, würde ich sagen, speziell wirklich die Amerikaner, das sind die anderen auch, aber also die Briten sind auch da sehr dabei und so weiter, aber speziell, was ich mitbekomme, amerikanische Investmentsfonds und damit auch amerikanische Firmen, die sind extrem clever, die sind schnell. Also die verstehen, da ist etwas auf dem Markt, das funktioniert gar nicht, das finden die Benutzer blöd, das finden die Anwender nicht korrekt oder ganze Staaten nicht korrekt. Also verändern wir das. Und die werden keine Ewigkeiten brauchen, um das Ganze jetzt so anzupassen, dass es am Ende genau unseren Standards entspricht und wir dann sagen müssen, ja, okay, das ist erlaubt, das ist okay. Und das ist auch dann wieder in gewisser Weise ethisch korrekt. Also das Momentum liegt klar auf unserer Seite, okay. Aber nicht lange. Ja, das heißt, um mal die Unterscheidung zu machen, weil ich würde gerne mal so auf die Investorengespräche kommen, dass die Amerikaner ziemlich schnell sind, ziemlich viel Geld mitbringen eben auch, dadurch auch sich Fehler leisten können. Ja, Fehler muss man sich ja auch finanziell leisten können. Das heißt, die sind in der Lage, auf ein Problem relativ viel Geld auch drauf zu kippen. Ja. Während wir in Deutschland vielleicht ein bisschen konzentrierter sind, vielleicht auch genau aus dem Blickwinkel, dass wir eben nicht so große Investitionen tätigen, ja, eher in kleineren Schritten gehen, aber dafür mit einer hohen Qualität. Ja. Wie war die Resonanz auf die Artex Solutions? Also ich meine, ich stelle mir gerade ein Umfeld vor, ist ja ein Unterschied, ob du ein Unternehmen gehst, erstmal erklärst, was ein Large Language Model ist und so weiter, ja. Und da fängst du ja nicht auf dem Web Summit bei der Ursuppe an, sondern da geht der ja sofort in den Deep Dive. Ja, absolut.
Wie war die Resonanz und wie hast du die Amerikaner erlebt? Also die Resonanz insgesamt war überwältigend. Ich habe mich sehr gefreut, wir haben mit wahnsinnig vielen VCs gesprochen. Ehrlich gesagt, muss ich zu meinem Bedauern sagen, mit keinem einzigen Deutschen. Also wir haben nur mit Briten, Niederländern, Japanern, Südkorea. Woran liegt das? Wo waren die? Waren die da? Ich habe Deutsche, wie sie es gesehen, aber ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, das ist meine Kritik, die ich auch des Öfteren schon geäußert habe. Ich habe das Gefühl, die Deutschen wollen am besten immer noch sehen, ah ja, da ist eine Maschine, die funktioniert so und so und die hat, weiß ich nicht, diese Raffinierungsgrade kann man sehen, Effizienzsteigerung kann man messen und so weiter. Irgendwie habe ich oft das Gefühl, denen fehlt ein bisschen der Sinn fürs Digitale. Das mag jetzt nicht für alle stimmen, weil ich meine, die Schwarz-Stiftung hat ja jetzt gerade auch sehr, sehr viel Geld in was sehr Virtuelles investiert. Aber also über die letzten Jahre kam für mich so diese Vermutung, am liebsten würden sie sehen, dass ein neuer Automotor entwickelt wird. Also und das ist dann Check. Da kann man sehen, der brummt und der macht was und mit KI können die nicht so viel anfangen. Das ist sehr, sehr, sehr subjektiv und nur aus meiner Wahrnehmung heraus, aber leider muss ich trotzdem sagen, dass die anderen da viel spannender waren. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil ich stelle mir gerade deinen Messestand vor, der aus einem iPad bestehen kann, ja. Und vielleicht einen Rollerbanner und dann bist du eigentlich schon fertig und hast aber die Hochtechnologie der Gegenwart und Zukunft in der Hand, ja. Und das muss man erstmal klar kriegen, dass die Messestände, die wir ja in Deutschland kennen, ja, ziemlich aufwendig gestaltet und Exponate, ist auch ein schönes Wort, ja, dann ausgestellt sind. Und wenn da irgendwann Exponat mit KI funktioniert, dann ist das für uns vielleicht auch nach dem Verständnis eher so ein Proof, ja, anstatt uns mal so ein Chatbot auf dem iPad anzugucken. Ja, genau. Und deswegen muss ich auch sagen, also es gab einen entscheidenden Unterschied zwischen allen anderen Investoren und den Amerikanern und das ist einfach die Art. Also wenn wir auf die anderen Investoren kommen, es waren wirklich durchgehend positive Gespräche. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt halt rauskommen wird, weil wir, wie gesagt, also ob das Südkorea oder Japan war, Großbritannien, war alles sehr, sehr, sehr spannend und war kein einziges Gespräch, wo wir jetzt halt hatten, so müssen wir vielleicht auch nochmal nachliefern, sondern es war immer so wirklich, wir reden mit euch nochmal und sonst was. Und ah ja, stimmt nicht ganz. Wir haben tatsächlich, um das ganze Feld auch aufzuräumen, wir haben tatsächlich auch einen deutschen Investor, mit dem wir jetzt dann sprechen. Aber das war kein Gespräch direkt auf dem Web Summit. Also es war dann über quasi, hey, ich kenne die und so weiter und mach doch jetzt im Nachgang. Also einer ist dann doch dabei. Darüber kann ich jetzt aber wenig erzählen, weil das nur so war, hey, wir vernetzen euch und lasst uns im Nachgang reden. Aber Gott sei Dank, einer war da. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was ich tatsächlich sagen kann, ist, bei den Amerikanern, aus meiner Sicht heraus zumindest, das ist einfach nur irre. Also das... Über was reden die denn da? Sagen uns mal so Summen oder so. Also ich meine, der Artec ist ja vielleicht auch für alle, die hier zuhören, wir haben auch ein paar Investoren mit im Netzwerk, das Screening nach Investoren, potenziellen Partnern läuft, ja, in den, sagen wir mal, so letzten Wochen voll angeschoben. Wir sind jetzt ein paar Tage nach dem Web Summit, ja, also ist alles noch ganz frisch. Deswegen auch heute unsere Sondersendung, unser Special. Aber über was reden die Amerikaner? Also bei den Amerikanern geht es eigentlich im Allgemeinen nie so wirklich um Summen, weil man merkt, egal was die Amerikaner, wenn die Amerikaner überzeugt sind, dann ist denen egal, die würden zur Not auch 100 Millionen in den Topf werfen. Also es geht nicht in erster Linie irgendwie um Geldbeträge. Natürlich wollen die schon genau wissen, was erwartest du dir denn, wo liegt die Vision und für die in erster Linie ganz wichtig, wie schnell könnt ihr Impact erreichen. Und für die ist das ein ganz anderes, das ist, in Deutschland kenne ich das sehr viel, ja, das Geschäftsmodell und die Kennzahlen müssen stimmen und das muss ja auch sehr ordentlich alles ausgearbeitet sein, das ist den Amerikanern alles vollkommen egal. Es geht nur darum, wie schnell schafft ihr Traction? Und schafft ihr diese Traction mit den Sachen oder hört sich die Vision nach Traction an? Wo geht die Story hin und wie ist die Vision? Und so war das dort auch bei den Amerikanern. Wir waren eingeladen in ganz exklusiv in ein Hotel, nochmal neben dem Web Summit. Oben im obersten Stock, wunderschöne Dachterrasse und dann war es so, okay, 10 Minuten erstmal, 5 Minuten präsentieren, 5 Minuten Fragen und Antworten und let's go.
und dann eben mit unterschiedlichen, lauter VCs aus San Francisco, also lauter von den super VCs quasi, und dann geht's los. Und für die ist das ganz klar, das ist auch richtig anstrengend, muss ich sagen, weil die sagt also, okay, got it, got the whole goal. Und dann geht's aber los. Wie sieht's aus? Was sind eure aktuellen Businesszahlen? Wo wollt ihr hin? Aber es ist jetzt nicht so für die, wie gesagt, da wären wir wieder bei den Deutschen dabei. Den Deutschen ist dann sehr wichtig, ja, wie viel Gewinn macht ihr denn schon? Oder wie viel Gewinn nicht, aber Umsatz? Ist den Amerikanern egal. Also es geht nicht darum, wie viel Umsatz man jetzt schon macht. Es geht damit, wie viel ist möglich? Wie viel kann man in kürzester Zeit raushauen? Und dann, wenn man den Nummer hinwirft, und denen sagt, wir sind quasi Seed Growth jetzt, also noch nicht mal Series A. Wir wollen aber trotzdem, weiß ich nicht, 20 Millionen, das haben wir jetzt nicht gesagt, also wir sind bescheidener als das, aber dann ist es denen am Ende auch egal. Ja. Das ist denen am Ende, für die Amerikaner geht es wirklich darum, so, sehe ich die Vision, und das kriegen die auch wahnsinnig schnell raus, sehe ich die Vision, sehe ich, ob das funktionieren kann, sehe ich, ob das auf dem Markt funktionieren kann, wenn ja, let's go, wenn nein, weiter geht's. Und Wer entscheidet das? Also ich stelle mir gerade vor, das muss man sich vielleicht so vorstellen wie bei einem Talent Scout beim Fußball. Ja, der geht halt zu verschiedenen Fußballspielen, stellt dann den Leuten irgendwie drei Fragen, checkt beim Trainer kurz ab und sagt, hey, okay, brauchen wir hier für Bayern München Bundesliga. So, was sind das für Leute? Kennen die sich wirklich aus? Sind das so Deep Tech Spezialisten oder sind das eher so, weiß ich nicht? Generalist. Eine interessante Mischung, muss ich sagen. Also, weil wir haben jetzt so zum Beispiel welche kennengelernt, eben die sich seit, also die schon recht lange in den USA sind, allerdings auch schon sehr lange im Feld KI mit investieren. Also die sind schon in erster Linie, ich meine, die haben alle, ich habe eben zum Igor Rabianski kennengelernt, der hat davor schon investiert und hat eben im Silicon Valley schon recht langen Fuß drin, seit 20 Jahren. Aber der hat sich relativ früh mit neuronalen Netzen und so weiter auseinandergesetzt. Und ich glaube, der ist auch seit über 10 Jahren in diesem Business. Die investieren dauernd in solche Felder. Das heißt, die sind sehr schnell dabei. Und der hat auch zu mir gesagt einfach, hey, das fand ich das Spannendste. Der war nämlich der hat nichts gehalten von diesem Konzept, von wegen 5 Minuten vorstellen, 5 Minuten Ding. Der hat mir ein bisschen zugehört. Dann hat er mir erstaunlicherweise auf Deutsch geantwortet. Also er konnte Deutsch. Mhm. Und dann hat er gesagt, hey, das an sich hört sich euer Modell super an. Ist allerdings super schwer in so kurzer Zeit genauer zu bewerten. Wir wollen das auf jeden Fall sehen und hier ist meine E-Mail. Also nicht irgendeine, sondern hier ist meine E-Mail und schick's nochmal durch. Wir machen einen Termin nach dem Web Summit aus. Und weil das dann auch eben so ein Punkt ist, wo verständlich ist. Das hat auch bei den Amerikanern, was ich super witzig finde, es hat immer so ein bisschen diesen Wettbewerbscharakter. Da wurde auch am Anfang so, und da wird dann auch ein Gong alle 10 Minuten geschlagen und dann wird gewechselt. Und dann geht's ja, let's go, nächste Runde, so in der Richtung. Also es hat alles so, das ist sehr, das kann man dann auch als albern empfinden, natürlich, aber auf der anderen Seite haben die schon ein ganz schönes Momentum, würde ich sagen, also innerhalb dieses Events dann. Also da geht es ganz schön zur Sache. Da wird ganz schön, gefühlt wird da sehr schnell über sehr viel entschieden. Ja, also zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch unsere Podcast-Folge heute hier, die hohe Geschwindigkeit. Ja also das Risiko abwägen kommt später. Ich glaube, das ist eine interessante Vorgehensweise, dass man sagt, okay, erstmal will ich schnell closen oder zumindest schnell ins Network, ne, mit dem Startup, um dann im weiteren Verlauf zu checken, inwieweit ist das Risiko vielleicht minimierbar oder wie weit ist das skalierbar, inwieweit bringe ich meine Assets und Ressourcen mit ein. Also das finde ich schon sehr interessant. Können wir uns was abgucken, glaube ich. Absolut. Also ich denke auch, dass es hat einer ganz gut auf dem Web Summit selber dargestellt. Ich muss jetzt überlegen, ich glaube, es war sogar auch ein Investor, und zwar der Südkoreaner, ich habe es vergessen, Entschuldigung, sehr viele Gespräche in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber der meinte, an sich wäre die ideale Kombination, wären etwas risikofreudigere Deutsche, weil die Amerikaner machen ja auch Fehler dadurch. Also dadurch, dass das so schnell alles passiert, werden teilweise auch ganz blödes Beispiel, und ich weiß jetzt sehr plakativ, aber sowas wie FTX,
Da werden eine Viertelmilliarde wird in ein Unternehmen reingesteckt, wo nicht mal geprüft wurde, ob die tatsächlich im Hintergrund ernsthaft damit arbeiten. Und wenn der Gründer während den entscheidenden Kapitalrunden nebenbei League of Legends spielt, dann ist das vielleicht nicht das beste Zeichen. Aber eben, der meinte auch, also die Deutschen sind halt zu risikoavers. Also es ist ganz oft so, dass es, wenn sich noch über die 10. Runde darüber unterhalten wird, ob es jetzt wirklich Sinn macht, im ersten Schritt schon eine ganze Million zu investieren, wo die Amerikaner schon 3 Schritte weiter sind und schon bei 50 Millionen sind oder so, wo die sagen, jetzt hat richtig, jetzt haben wir so viel Traction, jetzt gehen wir aus dem amerikanischen Markt raus, in die internationalen Märkte rein. Da haben wir keine Chance auf die Art und Weise. Und das ist ja auch immer wieder, da rede ich mir den Mund fusselig dabei, dass ich sage, wir können uns nicht mehr lange oder nicht für immer auf dieses Ingenieurswesen ausruhen. Dahin geht die Welt nicht mehr. Also es wird immer Ingenieure brauchen und wir werden immer so tolle Technologien, die wir auch herstellen, brauchen. Aber es wird diesen Shift geben, der hingeht zur KI. Und die KI ist letztlich das, was unsere Wirtschaft in Zukunft auch dem Motor gibt. Das ist wieder dieses andere sehr tolle deutsche Startups, ja, das es verbunden hat. Weißt du, das gemacht hat so mit dem KI und dann Farming-Roboter. Krass, wow, das ist cool, super. Ich glaube auch, Felix, dass alle Entscheider, die sich mit dem Wachstum ihres Unternehmens beschäftigen, verstanden haben, dass KI geben wird. Die Frage ist nur, wann, in welcher Ausprägung und dass es alle Bereiche im Unternehmen betreffen wird. Ich denke, das ist auch indiskutabel. Ja? Also alle anderen Gespräche würde ich sofort abbrechen, weil das zeigst du uns ja auch mit dem Web Summit, dass das Thema Technologiebranche ist ja der Titel gewesen und das dominiert eben jetzt dieses KI-Thema. Wir haben ja jetzt festgestellt, okay, wir Deutschen haben jetzt nicht so viel Geld, dass wir uns so viele Fehler leisten können. Das ist ja mal ein Thema. Jetzt mal an dich als Founder und CEO eines Startups adressiert. Wie würdest du dir das vielleicht von deutschen Firmen wünschen in den Möglichkeiten, die die deutschen Firmen haben? Gibt es einen Prozess, eine Vorgehensweise, wo du sagst, hey, ich könnte mir auch vorstellen, dass es diese Schritte braucht, um zusammenzukommen, um eine Kooperation einzugehen? Also ich denke, letztlich ist es natürlich klar, dass sich nicht immer nur um diese abnormalen Summen drehen kann, aber die sind auch gar nicht nötig. Es geht halt nur darum, zum einen, dass die Abstimmungsprozesse schneller werden und das ist gerade im Hinblick auf die Konzerne und die Großunternehmen. Es fängt schon im Mittelstand an, geht aber dann immer schwieriger. Da brauchst eine gewisse Geschwindigkeit. Ich weiß, dass das dann auch wieder bürokratische Prozesse sind und all das. Dennoch ist es so, dass da sicherlich mehr passieren könnte. Und zum anderen müssen sie halt erstmal rauskommen. Also zum anderen ist es so, wenn man jetzt hat viel Interesse zeigen, ist nett, aber es wird in nächster Zeit passieren, dass die Umsetzung beginnt. Und da sind wir auch im Moment dabei, die Unternehmen, für die wir das schon machen. Wir sind gerade im Abschluss bei den ersten Projekten und ich sehe natürlich, dass jetzt hat sich schon abzeichnet, das wird ein gigantischer Wettbewerbsvorteil. Das muss ja auch mal klar sein. Also Generative AI in sinnvollem Einsatz bedeutet, dass man einfach gewisse Prozesse komplett automatisiert einfach so runterrattern lassen kann. Und Was ich denke, was für uns einfacher ist, ist, hey, wir haben unsere Standardpakete zum Beispiel, eben jetzt nicht nur, wenn es um Investoren geht, das ist dann natürlich nochmal was anderes, aber eben auch mit Kunden und Benutzern. Und da ist es so, wenn wir können uns nicht mit diesen ewigen Iterationen aufhalten, haben wir auch keine Zeit mehr dafür. Das Schöne ist, dass wir jetzt in der luxuriösen Position sind, dass wir dann sagen, na gut, aber dann tut mir leid, das müsst ihr vielleicht eine andere Firma finden, was dann gar nicht so einfach ist aktuell in Deutschland, die das auch tut und vor allem die sich auch versucht, an diese Standards zu halten. Das sei dann wieder dahingestellt. In Deutschland bestimmt jede, ich will jetzt keiner anderen Firma das vorwerfen, aber international wird es schon wieder schwieriger. Und by the way, ich meine, so günstig, wie man heute in auch deutsche Firmen einsteigen kann, das wird nie wieder der Fall sein. Ja. Also man kann ja bei der hohen Entwicklung, die das Thema KI gerade macht, ja, da kannst du ja jeden Monat ein Null dranhängen. Ja, bald. Weißt du? Ja.
Und wenn du gar keinen mehr findest, so wie wir eine Zeit lang einen Entwicklernotstand hatten in Deutschland, wo wir dann ins Ausland gegangen sind und Indien unsere Technologie haben entwickeln lassen, da wird es dann halt auch entsprechend noch teurer. Ja. Ja? Also wenn man aufs Geld schaut, was ich ja nachvollziehen kann, dann würde ich das Momentum, wie du sagst, jetzt eben auch nutzen. Und vielleicht auch noch eine Idee, die wir hier im Podcast schon immer wieder mal hatten, die ich auch nicht hoch genug halten kann, sind kleine Inkubatoren zu bauen, also so Startup-Inkubatoren. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, dann ist es natürlich ein Problem, das kann ich auch gut nachvollziehen, reinzugehen und zu sagen, ey, in meine bestehende Infrastruktur, in meine bestehenden Prozesse KI zu integrieren, da muss ich erstmal alle Mitarbeiter abholen, da muss ich alle Vorstände abholen und so weiter. Das ist ja das, was es so aufwendig und so langwierig macht. Aber wenn ich sage, okay, ich gründe außerhalb der Organisation ein Startup, das muss ja nicht gleich eine Gesellschaft sein, das kann ja erstmal ein Projekt, eine Arbeitsgruppe sein, mit KI-Unternehmen in Deutschland, dann habe ich auf jeden Fall mal Zugang geschaffen, dann bin ich auf jeden Fall schon mal im Prozess und viel schneller als alles andere, auf das ich vielleicht dann warten muss. Ja, ja, wie du also sagst. Also das vielleicht nochmal so als Idee. Wie du sagst, denke ich, geht auch. Da ist einiges möglich. Und vor allem denke ich, dass eben die großen Unternehmen sich selber auch keinen Gefallen tun, wenn sie das dann versuchen, in ihre eigenen Entwicklungsabteilungen zu integrieren, weil ja, du lasst schon eben, weil die ganz großen Leute haben Schwierigkeiten. Das. Ja, also, nee, genau. Nein. Ja, das ist, ich kenne es halt auch immer wieder. Also diejenigen, ich habe ganz am Anfang unserer Gründerkarriere haben wir mal ein Startup kennengelernt. Ich habe ganz vergessen, wie sie heißen inzwischen, die aus einem Konzern so eine Konzern-Startup-Gründung sind und da dann irgendwie was intern entwickeln, was sich intern sogar rentieren mag und so. Aber die haben mir dann auch erzählt, ja, sie so als Startup und so, und dann haben sie mir aber erzählt irgendwie, dass sie jetzt dieses Jahr nur noch 20 Millionen Euro Verlust machen. Und das ist so cool. Alles klar. Das kannst du einem echten, also Entschuldigung, aber insofern echten Startup, wenn wir pleite sind, sind wir pleite. Und das ist, deswegen diese Konzern-Startups fand ich dann schon auch immer insofern ganz witzig, weil das ein bisschen so ist wie halt eine ausgelagerte Abteilung. Kann auch funktionieren für manche Sachen. Ist sicherlich auch gut, aber wird das echt nicht ersetzen. Nee, ersetzen auf keinen Fall, aber den Zugang, vielleicht ist so eine Art Hub, weißt du? Also dass absolut. Du so eine Verbindung schaffst zwischen dem Konzern oder dem großen Mittelständler meinetwegen, ja, oder auch einem kleinen Mittelständler und dem Startup, mit dem man zusammenarbeiten möchte. Ja, ja. Weißt du, dass du quasi so einen Sandkasten hast oder eine Spielwiese, auf der du mal anfangen kannst, Dinge zu entwickeln, Dinge zu denken, allein in diesen Prozess reinzukommen. Und da vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Gibt es so ein paar spannende Use Cases, du hast vorhin schon mal so ein paar genannt, zum Thema KI, die dich so begeistert haben? Also was ich wirklich schon klasse. Das Allerstärkste fand, war wirklich das von diesem koreanischen Unternehmen, das fand ich irre, weil ich kenne ja jetzt schon, also es gibt auch das InVideo nennt sich das, das ist ein amerikanisches Startup, die machen das auch schon mit so halt Stock-Footage und so weiter, wo dann da automatisch aus Text Videos generiert werden. Aber das sah ja mal anders viel besser aus. Also das war schon, dachte ich mir, Halleluja. Also das war schon sehr, sehr, sehr erstaunlich gut. Genauso muss ich, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon zweimal erwähnt, aber der Farmroboter war wirklich stark, weil der hat halt wirklich Erdbeeren gepflückt selber. Der war komplett in der Lage, allein ein komplettes Erdbeerfeld so zu bewirtschaften. Und das muss ich schon auch sagen, weil fand ich sehr beeindruckend, dass das ist nur so ein Roboter, der arbeitet die ganze Nacht durch und am Morgen ist es alles abgepflückt und danach düngt er das selber auch wieder und so, wow. Auch das ist, finde ich, sehr, sehr cool. Und ansonsten, ja, ich bin natürlich von unserem eigenen Zeug auch fasziniert, weil wir jetzt gerade anfangen, ganze Datenbanken reinzuwerfen und das macht, man kann sich das vorstellen, dass es eben wirklich ChatGPT, dass das Unternehmen kennt. Das ist auch irre. Das macht mir schon selber auch Spaß, aber damit arbeite ich jetzt jeden Tag. Das will ich jetzt auch nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist auch spannend, aber und neben dem fällt einem schon auf, es gibt sehr viele sogenannte GPT-Wrapper. Was bedeutet GPT-Wrapper? GPT-Wrapper sind irgendwelche KI-Unternehmen, die der Meinung sind, dass wenn man jetzt ein bisschen, man nimmt das Original ChatGPT und passt es ein bisschen an. Also man sagt dem zum Beispiel, dass das irgendwie
rede so wie eine Lehrkraft oder so. Und das ist dann die ganze Idee. Die, muss ich sagen, leben auf sehr gefährlichem Fuß, weil OpenAI hat ja schon angedeutet, wie sie das quasi kannibalisieren in gewisser Weise, einfach durch dieses Make Your Own Agent und so. Mhm. Das fand ich aber auch interessant. Gibt's auch sehr, sehr viele. Also das ploppt gerade schon alles sehr viel aus, was sich halten wird, was nicht, ist interessant. Ich denke, am Ende muss es auch da halt. Es muss halt die Geschäftskonzepte, es muss so hin funktionieren, dass es nicht irgendwie am Ende von einem großen geschluckt werden ist ja noch ganz okay, aber halt einfach kannibalisiert wird. Aber das wäre auch nochmal ein wichtiger Input gerade, dass wenn ich als Unternehmen daran denke, KI einzusetzen, dann gibt es so in meiner Welt gerade so zwei Lager an Anfragen auch an uns. Das eine Lager ist, wie kann ich ChatGPT bei mir im Unternehmen einsetzen? Ja, meine Antwort ist dann in der Regel am besten gar nicht, aus Datenschutzgründen. Und die anderen sind wirklich die, die sagen, ich will ein KI-Model einsetzen mit meinen Unternehmensdaten, um meinen individuellen Produktionsprozess oder Arbeitsprozess, Vertriebsprozess oder was auch immer effizienter zu machen, bis hin zu neuen Geschäftsmodellen zu entwickeln. Ja. Ja, die halt mit den Standard-KI-Assistenten so im Markt nicht abbildbar sind, ja, die dann eher für die, meinetwegen, Marketingabteilung sind zum Daily Business. Ja. Ja, absolut. Also da ist auch wieder. Also ich denke, auf Dauer wird sich, wie gesagt, um den Massenmarkt, also jetzt rein von ChatGPT her oder anderen solchen Chatbots, da werden sich die Großen schon ausreichend drum kümmern. Aber was Sinnvolles draus machen, finde ich, ist das Spannende, dass da sind noch nicht so viele dabei. Es gibt welche, die jetzt sehr tolle Ansätze schon haben, aber wir sind immer noch ganz am Anfang. Ich kann auch sagen, Die spannende Sache ist, was jetzt rauskommt. Dieses Jahr neigt sich sehr stark dem Ende. Das heißt, es wird vermutlich nächstes Jahr werden wir überrascht sein, was alles dann wirklich so bei realen Applikationen rankommt. Also wo du wirklich sagst, das war ja ganz nett, dass das 100.000. Gedicht über Katzen von ChatGPT gemacht wurde, wird wahrscheinlich so sein. Ja. Aber richtig spannend wird es ja wirklich erst ab dem Zeitpunkt, dass man sagt, okay, wow, hier haben wir so, weiß ich nicht, eine Virtual Personal Assistance und die ist der Hammer. Und das wird jetzt kommen und das gab es in Ansätzen wirklich schon einige Unternehmen auch auf dem Web Summit, vielleicht ein letztes noch, was ich auch sehr toll fand. Ist ein indisches Startup tatsächlich und finde ich mit einer ganz tollen Vision auch, ist jetzt für Europa wieder schwieriger, aber glaube ich auch nicht ganz so relevant für hier. Das geht vor allem um den globalen Süden. Die bauen ChatGPT-Lehrer. Also und zwar wirklich ChatGPT-Lehrer. Das sind dann wirklich nur, du brauchst nur dein Smartphone und dieses Ding, was dann teilweise auch wirklich for free in Indien, in Brasilien und so weiter ausgeliefert wird, was Stück für Stück dir die ganze Zeit irgendwelche Dinge erklärt, alles Mögliche, sei es der Einstieg in die Programmierung, über Mathematik, über Sprache, bis hin zu Religion. Und das nimmt immer nur irgendetwas, das nimmt halt als Grundlage Bücher oder Textausschnitte. Und dann kannst du dich mit dem anfangen, darüber zu unterhalten. Und das ist dann wirklich so ein GPT-Lehrer, der dann auch immer versucht, ich weiß noch nicht, wie gut er das hinkriegt, auch die sind, wie gesagt, nur ein Startup, das Ganze pädagogisch aufbereitet zu bringen. Und dann du halt in diesem Zwiegespräch und so weiter, kriegst du dann auch wieder Aufgaben zwischendurch und das hat einen wirklich großen Impact, auch wie ich denke gerade wir einen Ausgleich schaffen können, dass Menschen, die bis jetzt wahnsinnig benachteiligt sind, weil sie halt in anderen Teilen dieser Welt leben, wo Bildung nicht so gut verfügbar ist, und die da einfach nur ein Smartphone brauchen, was ja auch verrückterweise immer mehr zum Standard überall wird und dann in der Lage sind, halt zu Hause unterrichtet zu werden. Das muss ich sagen, fand ich auch. Das ist mal so der globale, ganz starke Ansatz, wo wir auch sehen, dass es eben nicht nur zu Verwerfungen, sondern auch zu vielleicht einer neuen Art von Gleichberechtigung führen kann. Ja, nice. Schönes Stichwort übrigens auch, und die Brücke nehme ich gerne, Thema Bildung. Und du bist nämlich am 30.11. Zu unserem ersten Online-Seminar, was dann später nächstes Jahr ab Januar dann in unserem Afterwork-Campus jeden Monat, alle 14 Tage stattfinden wird, am Start mit dem Thema, wie du KI sicher in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Also am 30.11. um 19 Uhr schon mal vormerken. Wir werden 60 Minuten deinem Vortrag lauschen und anschließend so eine Q&A machen.
Und ja, ich danke dir herzlich, lieber Felix, dass du heute hier warst und uns mal diese Einblicke gegeben hast, und freue mich schon auf die nächste Folge, in der wir wieder zeigen werden, was so alles in kurzer Zeit möglich ist. Ja, ich danke dir, Norman, cool wie immer, und wir sehen und hören uns. Machen wir. Bis dann.